Versuche, den Hebel auf der Plattform zu ziehen. Vielleicht setzt uns das an. Deine Hexe ist clever. Alles im Tal ist so aufgebaut, um den Mythos von Baba Yaga zu erwecken. Und der Pollen erledigt den Rest. Als ich den Auftrieb das letzte Mal sah, war er völlig anders. Was hast du gesehen? Wie die Legende sagt, ein Haus auf riesigen Vogelfüßen. Aber ohne Pollen ist es nur ein alter Apparat. Tut mir leid. Ich habe Großvaters Geschichte geglaubt. Sie ist Russin. Sie kennt den Mythos sehr genau. Nadja, dein Großvater weiß womöglich, wer sie ist. Du sagtest, er war Gefangener im Gulag. Nein, so habe ich das nicht gesagt. Großvater war eine Wache. Meine Großmutter war die Gefangene. Sie war eine brillante Wissenschaftlerin und sie sollte draußen im Tal etwas in den Ruinen unternehmen. Aber dann kam die Hexe. Großvater hat sich nie verziehen. Die Hexe zu töten, bringt sie nicht zurück. Aber ich verstehe es. Hoffentlich erreichen wir ihn rechtzeitig. Nadja, komm schnell! Nein! Nadja? Wie? Es ist der Pollen. Hier, lass mich. Opa, kannst du mich hören? Ich konnte sie nicht retten. Ich wollte es. Alles in Ordnung. Ich bleibe bei ihm, Lara. Es ist Zeit. Du hast nur noch eine Dosis übrig. Nutze sie gut. Der Offizier lief gerade aus dem Tal hinaus, als sich unser Rettungstrupp anschickte, es zu betreten. Sein Körper wies Folterspuren auf, ein Anblick, den wir nur zu gut kannten. Die Hexe war während der Revolte über sie gekommen und hatte Serafima mit ihren Häschern getötet. Er erzählte uns von dem laufenden Haus, von ihrer furchterregenden Stimme, ein wahr gewordenes Märchen. Am nächsten Tag starb er. Baba Yaga hinterlässt keine Überlebenden. Ich wollte weitermachen und deine Großmutter beerdigen, doch nun wollte niemand mehr das Tal betreten. Im Dorf lernte ich, ein guter Mann zu sein. Ich lebte in ihrem Andenken. Ich arbeitete hart, doch ich träumte jede Nacht davon, die Hexe zu vernichten. Vielleicht wäre ich vor Jahren gegangen, hätte das Fieber nicht deine Mutter genommen. Ich bin für dich geblieben, Nadja. Ich bin ein glücklicher Mann. Ich habe ein gutes Leben gelebt, das ich nicht verdient habe. Ein neuer Kampf steht bevor, aber es ist nicht der meine. Wenn ich Serafima rächen will, muss ich es jetzt tun. Ich werde die Hexe töten, damit deine Großmutter Ruhe findet. Ich werde nicht zurückkommen. Vergib mir. Sie muss drin sein. Jetzt wird's ernst. Sie ist es. Sie war es immer. An den Rändern, im Dunkeln, immer da. Sie... Wegen ihr sind wir hier. Wir wussten es bloß bis jetzt nicht. Sie ist das Zentrum der Welt.
Sie lässt den Nebel wirbeln und unseren Verstand ersticken. Sie kann uns Klarheit geben. Sie sagte ihren Namen, Baba Yaga, und unsere Wunden heilten. Mit einem anderen Wort riss sie uns wieder auf. Wir sind nichts und gehören ihr. Wir werden tun, was sie befiehlt. Dafür sind wir bestimmt. Oh Gott, was hat sie mit ihnen gemacht? Team Bravo, vermissten Soldaten. Sie sind hier. Schwindlig. Nein, ich brauche das letzte Gegengift. Es ist der letzte Rest. Ora di Anya Tai. Vedo tutto questo in questa tunnel. Ora mi so. Ria Oh, my God.
Das ist nicht real. Los, weiter, verdammt. Chica! Thank you.
Theater!
Stopp. Es reicht. Ich weiß, wer Sie sind. Ich kann mir kaum vorstellen, was Sie tun mussten, um zu überleben. Du hast keine Ahnung. Es ist jetzt vorbei. Sie müssen nicht mehr auf diese Weise leben. Seraphima. Etoti. Aber du bist tot. Sie sagten mir, du wärst tot. Kommt sie wieder in Ordnung? Ich weiß es nicht. Aber es wird nicht einfach. Für keinen von euch. Familie ist halt so. Oh, ich weiß. Ich weiß. Vielen Dank, Lara. Für alles. Ich dachte, ich lasse sie ein wenig allein, während ich mich etwas umschaue. Sei vorsichtig beim Klettern. Vielleicht ist sie noch etwas schwindelig von den Bäumen. Baba Yagas Waffe. Es ist eine Sense, die wie ein Hexenbesen aussehen sollte. Alles, was sie getan hat, diente auf irgendeine Weise dem Mythos. Thank you.
Es gab eine Revolte, eine Bombe. Die Einheimischen, die Feinde meiner Feinde, erhoben sich und schlugen zurück, wie wir immer erträumt hatten. Ivan und unsere Tochter hätten die Freiheit kennenlernen können, aber stattdessen sind sie tot. Getötet von den Einzigen, die uns hätten retten können. Die sowjetischen Feiglinge hier bei mir im Tal sagen, dass nichts übrig ist und wir auf Rettung warten müssen. Sie sagen, sie werden mich beschützen, aber sie fürchten sich und die Vorräte werden knapp. Es wird keine Rettung kommen. Ich werde leben, meine Entführer nicht. Überleben ist die einzige Wahrheit in dieser Welt. Sie sind ein abergläubischer Haufen. Ich mische den Pollen in ihre Rationen. Und wenn sie nur noch weinende Hüllen sind, zeige ich ihnen ein neues Gesicht. Eins, das sie seit ihrer Kindheit fürchten. Baba Yaga, Großmutterschlange, Hexe. Sie werden sterben, schreiend vor Angst. Sie verdienen so viel Schlimmeres. Wenn ich nicht in Freiheit leben kann, überlebe ich allein in den Schatten, bis mich der Tod mit Ivan und unserem Kind wieder vereint. Thank you.
Dieses Tal gehört mir. Ich habe den Boden bewässert und die Traumblüten kultiviert. Niemand wird eindringen. Niemand kommt heraus. Ich werde die Außenwelt nicht länger ertragen. Hier habe ich endlich die Kontrolle. Vielleicht bringe ich einige von den Sachen zurück. Vielen Dank, Lara. Wir sehen uns.